Please, I watched it fucking 4 months ago on DVD. Where have I been? Over here. You've been on tour. I'm confused because I feel like I've been missing out. Missing out on what? On life. I really don't think that that's the truth. This is what I have to talk about. Okay. I feel like I've been missing out on life. Like what part of life? Life. Like things and things going on. Like I feel like I'm behind or something. I know that sounds so weird. But what I'm trying to say is, do you ever feel like you... Like, can some people... Have you ever seen Back to the Future? Mm-hmm. Is that possible? To time travel speed? No. Yes, it is, Kevin. Okay, but not that we know of. Maybe. I think people can do that, and I think some people are ahead of us. Maybe. You've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. Mm-hmm. Illness in the family. Mm-hmm. A breakup. This spasm of publicity about what happened in from Mexico to London. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strawberry. Yeah, it was weird. Ew. I'm in the first. Can we stop this? She came in and she said she wanted her head shaved. The hairdresser refused, so she literally grabbed the hair clipper and started doing it herself. Bradley, did she say why? I mean, did she offer any information? They asked why she wanted to shave her head, and she said, I don't want anyone touching me. I'm tired of everybody touching me. Another employee there told Us Magazine she wasn't making sense at all, and you could tell she's not in a good place at all, and that she's totally freaking out. Information. Leslie? Certainly is a different look for Britney Spears, Mark and Michelle. With me now is Emily Wynn Hughes. Emily, you were inside the tattoo parlor when Britney arrived and got her tattoo, and you asked her why she shaved her head. What did she say? She basically just said that she was tired of having things plugged into it, and she didn't want anybody to touch her, tired of people touching her, that sort of thing. It seemed like she was kind of sick of it all, whatever it all is. What would you describe her mood as being? She seemed very distraught and disturbed. She was very scatterbrained and wasn't really answering many questions. Separately functioning personalities. Britney Spears unter Hypnose. Die Sängerin will so ihre ungesunden Gelüste zügeln und ihr Lampenfieber überwinden. Letzter Ausweg: Hypnose. Popstar Britney Spears, 27, ist noch immer auf der Suche nach dem Pfad der Erleuchtung. Jetzt will die Sängerin lernen, ein besserer und ruhigerer Mensch zu werden, ganz ohne Glimmstängel und dreifach aufgeschäumtem Latte Macchiato. Wie Britney das Unmögliche schaffen will. Hypnose soll helfen. Wie der National Enquirer berichtet, konsultierte die Pop-Prinzessin bereits vor Tourneestart einen Spezialisten und ließ sich in Trance versetzen. Die Sitzungen halfen Britney,
ihr Lampenfieber in den Griff zu bekommen, zu innerer Ruhe zu finden und wieder mit Spaß bei der Sache zu sein. Letzter Ausweg: Hypnose. Viele Stars haben sich schon in transzendente Zustände gebracht, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Bei Lily Allen, 23, purzelten die Pfunde, Mark Owen, 37, wurde dank Hypnose zum Nichtraucher und Mel B, 33, bekam ihr Lampenfieber in den Griff. Britney jedenfalls ist vom Erfolg der Therapie begeistert und lässt sich während der Zirkus Tour regelmäßig per Telefonsitzung in Trance versetzen. Da sagt noch einer, Prominente sind nicht wie ganz normale Menschen. Matt Damon hat es geschafft, was du gerne schaffen würdest, er hat zu rauchen aufgehört, und zwar auf die gleiche Art wie Britney. Ihr hatte die okkulte Sangeskollegin Madonna, die im Bunde mit Lucy verstehen soll, empfohlen, zu einem Hypnosearzt zu gehen, was Britney auch prompt gemacht hat. Sehen Sie nun, was hinter der Hypnose wirklich steckt. Es folgen Szenen aus einem Interview von 1982 mit Roger Moniau. Das ganze Interview können Sie über den Link in der Videobeschreibung auf dem YouTube-Channel von Neucha23 ansehen. Okay, wenn Sie in dieser Gebetsstunde waren, was für Dinge sind dann passiert während dieser Sitzung? Es gab viele Erfolgsgeschichten. Positive Ergebenheiten, solche Sachen? Nun ja, viele Erfolgsgeschichten. Der Meister tat dies und das für mich. Ich erinnere mich an einen Schrotthändler, der prahlte, dass er ein halbes Dutzend Aufträge in verschiedenen Orten hatte, wie Quebec, und alles, was er berührte, wurde zu Geld. Und es wird eine Form der Gotteslästerung oder Blasphemie. So wie wir es heute sehen in der Rockmusikwelt. Sie sehen oft die Sänger mit den Kreuzen zum Beispiel um den Hals. Auch diese Frauen tragen oft Ohrringekreuze. Das ist eine Form der Gotteslästerung. Ein Hohn oder Spott gegen Christi, wenn Menschen diese Kreuze tragen. Die Dämonen inspirieren die Rockmusiker mit Vergnügen, dass sie diese Art Emblem tragen. Diese Geister veranlassen die Leute in der heutigen Zeit, wie zum Beispiel die Christen, das zu tun, um Vergnügungen im Tragen dieses Typs des Emblems zu finden, zum Beispiel ein Kreuz, das Emblem der Kreuzigung von Christus. Nun, als zweites sollte ein Weg gefunden werden, um die totale Kontrolle des menschlichen Geistes zu bekommen. Hierfür sollte die Hypnose aus dem Bereich des Okkulten genommen und als neue Wissenschaft zum Wohle der Menschheit vorgestellt werden. Das heißt, die Hohepriester erzählten ihnen unter anderem die Strategie Luzifers, die totale Kontrolle der Menschheit mittels Hypnose zu bekommen. Ja, denn sie dachten sich, wenn sie Hypnose aus dem Bereich des Okkulten nehmen und sie als neue Wissenschaft zum Wohle der Menschen vorstellen könnten, würden sie auch an höhergestellte, gebildete, einflussreiche Leute gelangen. Sie würden zum Beispiel eine Rückführung durch Hypnose mit ihnen durchführen. Anschließend würden sie aber nichts von ihren Handlungen und Taten in ihrem früheren Leben in der Antike wissen wollen, sagen wir vor 3.000 bis 4.000 Jahren. Nun, was sollte Ihnen diese Strategie bringen? Der normale Bürger sollte an die Irreführung, an den großen Betrug glauben. Die Menschen konnten an Hypnose glauben. Okay, dieser Mensch wurde in verschiedene Leben zurückgeführt. Wir hören Geschichten von Alexander dem Großen. Doch anschließend kann der Proband sich an nichts erinnern. Dies sollte eine Methode sein, die westliche Welt vom Christentum abzubringen. Und das Mittel hierzu war der Mystizismus, ein Begriff, wo auch Esoterik mit eingeschlossen ist. Did this and did that in no deception, maybe Alexander the Great, we'll see, you know, and some of his generals and people like that. And the person after the session is over, you know, brings out, comes out of hypnotism, and he or she doesn't know what she's talked about. See. So now this would be a way of de-Christianizing the Western world. Nun kam der Zeitpunkt, als Luzifer beschloss, sich einen Menschen auszuerwählen, der dies alles inszenieren würde. Franz Messmer, ein österreichischer Physiker, wurde dazu gerufen.
to initiate this thing. And Franz Mesmer, which was an Austrian physician, was chosen. Das erzählten ihn die Priester? Oh ja, denn er war dafür am besten geeignet. Mesmer entwickelte eine Theorie über den animalischen Magnetismus. Später nannte man es den Mesmerismus. Er wurde von den Geistern dazu gebracht, und das alles erzählte mir der Priester, zu glauben, dass einige Menschen magnetische Einflüsse in sich tragen. Dadurch würden sie die Macht haben, andere Menschen gedanklich zu beeinflussen. Das würde so weit gehen, dass sie in einen Trancezustand versetzt werden können. Das wurde in der damaligen Zeit von vielen Menschen als Theorie akzeptiert. Nachdem er nun 1815 gestorben war, benutzten viele Wissenschaftler Europas die Hypnose als ein Mittel der Anästhesie. In 1815, a lot of the physicians in Europe were using hypnotism as a means of anesthesia. Also ist Hypnose dasselbe wie Mesmerismus? Ja, richtig. Hypnotismus ist Mesmerismus, der zu einem höheren Grad der Verbesserung entwickelt worden ist. Die Priester sagten, Satans Plan bestehe darin, die menschliche Familie zu täuschen, und er erklärte uns, wie das alles vonstatten gehen sollte. Sie kamen auf den Namen Charles Darwin und Thomas Andrew Huxley zu sprechen. Sie sollten von den Geistern benutzt werden, denn sie wurden in ihrer Kindheit von Ärzten hypnotisiert und sie empfanden sie daher als nützliche Subjekte, um die Menschheit in diesem Irrglauben zu führen. And they figured that they would be real good subjects to lead the people into this belief that they had, that Satan wanted to bring into people's lives. Was waren nochmal die drei Strategien? Erstens sollten die Menschen nicht an die Existenz Satans und seine schwarzen Engel glauben. Der zweite Punkt basiert darauf, die Kontrolle über den menschlichen Geist durch Hypnose zu bekommen. Was war der dritte Punkt? Der dritte Punkt war, die Bibel zu zerstören, ohne sie zu verbrennen. Wie sollte Satan diesbezüglich verfahren? Es war sehr interessant. Im Rat wurde beschlossen, dass Satan Charles Darwin persönlich unterrichten würde, sodass er seine Theorie über die Evolution aufstellen konnte. Satan would tutor Charles Darwin personally in setting up the principles of his theories of evolution. Satan und der Rat dachten, wenn ein Mensch an die ganze Evolution glauben würde, wird der Schöpfungsgedanke, der Glaube an die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies und an die Erlösung zunichte gemacht werden. Nun macht er eine einzigartige Aussage. Laut der Geister wird jeder, der diese Evolutionstheorie lehrt, als Minister in diesem großen satanistischen System angesehen werden. Und das stimmt darin überein, Leute zu rekrutieren, die sich selbst für ein christliches Königreich disqualifizieren wollten. Jeder Lehrer dieser Theorie wird von den Geistern als sehr wertvoll angesehen werden, und ihnen gebührt eine spezielle Anerkennung von Satan persönlich. Denn er besitze sehr viel Macht, die spirituelle Blindheit zu erzeugen, den Menschen zu überreden und zu konvertieren. Das sind die drei Fähigkeiten, die diesen Lehrern der Evolutionstheorie gegeben wurden. Das ist aber noch nicht alles. Der Hohepriester sagte fernab, dass Satan diese Lehre so wertvoll erachte, dass Satan neue Engel beauftragte, diese Lehrer Zeit ihres Lebens zu begleiten und zu beschützen. Unter all den Himmeln der Galaxien ist das die größte Ehre, die er einen Luzifer an